gleich ein Codewort zwischendurch gesagt und dann kriegen wir das hin. Und zwar machen wir jetzt weiter mit Wandwurf. Ja? Und zwar erstmal Ball gegen die Wand werfen und auffangen. Werfen, auffangen. Werfen, auffangen. Werfen, auffangen. Probiert's aus. Hat's geklappt? Sehr gut. Als nächstes, jetzt wieder mit unserem altbekannten Klatschen. Das heißt, wir werfen hoch gegen die Wand und fangen auf. Werfen, klatschen, auffangen. Werfen, klatschen, auffangen. Noch einmal. Werfen, klatschen, auffangen. Bitteschön, ihr seid dran. Okay, sehr gut. Jetzt machen wir weiter. Und zwar darf der Boden jetzt mitspielen. Und zwar werfen wir einmal gegen die Wand. Der Ball muss auf den Boden prellen oder titschen und dann dürfen wir fangen. Das heißt, ich zeige euch das kurz. Wand, Boden, fangen. Wand, Boden, fangen. Wand, Boden, fangen. Okay? Probiert's aus. Sehr gut. Jetzt können wir das gerade ganz ein bisschen variieren. Und zwar können wir jetzt versuchen, immer verschiedene Abstände an der Wand uns einmal zu, auszudenken bzw. uns hinzustellen in verschiedenen Richtungen. Das heißt, wir fangen an, wir können einmal hier vorne ein bisschen näher rankommen. So können wir einmal den Ball öfter gegen die Wand werfen und auffangen. Oder wir gehen ein bisschen weiter zurück. Dafür müssen wir wahrscheinlich dann ein bisschen fester werfen und trotzdem versuchen, den Ball zu fangen. Okay, also jetzt könnt ihr mal versuchen, euch verschiedene Abstände einmal auszusuchen und dann den Ball einmal gegen die Wand zu werfen und auch wieder aufzufangen. Ja, entweder ganz, ganz nah. Wichtig ist auch, dass wir mit beiden Händen immer fangen. Oder ein bisschen weiter weggehen. Probiert's aus. Okay, sehr gut. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ja, jetzt benutzen wir wieder unsere Wand und den Boden, aber der Ball darf jetzt zweimal auf den Boden prellen bzw. titschen. Das heißt, wir nehmen einmal den Ball, werfen ihn gegen die Wand, jetzt prellt der Ball eins, zwei, drei, im zweiten Mal müssen wir den Ball fangen. Ja, jetzt müssen wir uns gut auf den Ball konzentrieren und nach dem zweiten Prellen wird der Ball gefangen. Noch einmal. Eins, zwei, zack. Okay, noch einmal. Eins, zwei, zack. Okay, also bevor der Ball und nachdem der Ball uns hätte mal geprellt ist, müssen wir den fangen. Probiert's aus. Sehr gut. Okay, die Wand hat uns geholfen. Jetzt machen wir weiter mit der Rückenlage. Das heißt, wir legen uns einmal auf den Rücken. Aber bevor wir uns auf den Rücken legen, kriegt ihr noch ein Codewort von mir. Und zwar ist das Codewort für den zweiten Teil Faustball. Ja, wisst ihr noch, was das Codewort im ersten Teil war? Falls nicht, könnt ihr kurz zurückspulen und dann wird das was. Faustball ist es Zeit. Jetzt legen wir uns einmal auf den Rücken, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Legen wir uns auf den Rücken, werfen den Ball hoch und fangen ihn auf. Hochwerfen, auffangen. Hochwerfen, auffangen. Hochwerfen, auffangen. Wenn der Ball ein bisschen weiter nach vorne geworfen wird, dann müsst ihr euch natürlich ein bisschen bewegen. Aber es kriegt ihr hin. Probiert's aus. Los geht's. Okay. Als nächstes legen wir uns wieder auf den Rücken, werfen den Ball hoch. Jetzt kommt natürlich wieder unser altbekanntes Klatschen. Wir werfen den Ball hoch, klatschen und fangen den Ball wieder auf. Hochwerfen, klatschen, auffangen. Aber jetzt auf der Rückenlage. Noch einmal. Hochwerfen, klatschen, fangen. Hochwerfen, klatschen, fangen. Ja, ganz wichtig natürlich auch, mit beiden Händen wird der Ball gefangen. Probiert's aus, los geht's. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe. Wir legen uns wieder auf den Rücken, aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir nehmen mal den Ball, klemmen ihn zwischen unsere Füße. Ja, jetzt ist die Koordination ganz, ganz wichtig und auch die Aufmerksamkeit. Das heißt, wir nehmen den Ball mal zwischen die Füße. Wenn wir uns jetzt gleich einmal auf den Rücken legen, werfen wir den Ball mit den Füßen hoch und müssen den Ball auch wieder fangen. Ich zeige euch das kurz. Das heißt, wir legen uns hin, der Ball wird geworfen und
wir fangen den Ball auf. Ball zwischen die Füße. Wenn wir uns hinlegen, wird der Ball geworfen und wir fangen auf. Zack. Und auffangen. Noch einmal. Ball zwischen die Füße. Wir legen uns hin. Ball wird geworfen. Wir fangen auf. Zack. So geht's. Probiert's aus. Jawohl. Klasse. Wir machen jetzt weiter. Und zwar mit Hochhalten. Ja? Hochhalten werden wir heute so machen, dass wir als erstes unseren Kopf berühren. Beziehungsweise unseren Kopf benutzen. Das heißt, wir werden dann mit dem Kopf den Ball einmal aufhitschen und fangen. Okay? Ball, köpfen und wieder auffangen. Okay? Noch einmal. Kopf und den Ball wieder auffangen. Okay? Das Ganze könnt ihr 10 Mal probieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das noch öfter machen. Und dann kommen wir jetzt zur nächsten Aufgabe. Viel Spaß. Kopf klappt. Perfekt. Dann kommen wir mal zur nächsten Aufgabe. Und zwar zur Schulter. Wir nehmen die Schulter einmal. Zack. Und fangen den Ball auf. Zack. Und fangen den Ball auf. Schulter, auffangen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch auf der linken Schulter probieren. Schulter und auffangen. Schulter, auffangen. Schulter, auffangen. Super knapp, aber geschafft. Probiert's aus. Okay, als nächstes nehmen wir einmal unseren Oberschenkel. Ja, den Ball werfen wir einmal auf den Oberschenkel. Der droppt den Ball einmal hoch und wir fangen mit beiden Händen wieder auf. Das heißt, zack und hochwerfen. Und hoch, hochwerfen. Fangen. Dann auf der anderen Seite. Zack. Und hoch. Gefangen. Zack. Und gefangen. Zack. Gefangen. Zack. Und gefangen. Zack. Und gefangen. Okay? Das könnt ihr auch 10 Mal probieren. Und dann machen wir weiter. Okay. Letzte Aufgabe. Und zwar ist es jetzt weniger was fürs Fangen, sondern eher jetzt für die Griffkraft bzw. für die Koordination. Und zwar nehmen wir einmal den Ball und geben ihn einmal durch die Beine durch. Okay? Aber wichtig ist hier, dass den Ball nicht verliert, nicht loslassen. Okay? Das könnt ihr auch gerne eine Minute machen oder auch eine halbe Minute, wie ihr möchtet. Den Ball durch die Beine geben und gerne auch mal Seiten explodieren. Okay? Rumrennen, nächste Schritt. Probier's aus. Los geht's.